So, meine Lieben, und damit willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also mit dem dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ja, und mit der wahrscheinlich, vermeintlich leichtesten Partie, was die ersten drei Spieltage angeht, gegen Gladbach das Spiel, gegen Dortmund und jetzt gegen Köln. Aber ihr habt es natürlich mitbekommen. Bislang sind wir genial reingestartet. 1-0 gegen Gladbach, einen 2-0 gegen den BVB durch einen Doppelschlag. Ein bisschen glücklich am Ende, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz nicht ganz unverdient, dass wir da die drei Punkte eingefahren haben. Und heute also gegen Köln die nächsten drei Punkte, die wir unbedingt einfahren wollen. Aber bevor wir da gleich reingehen, Freunde, mir hat es gerade selbst ein bisschen die Stimme verschlagen. Gucken wir mal ganz kurz in den Kalender. Und da ploppt jetzt gleich ein Wappen auf. Eine Mannschaft, gegen die wir in der Champions League spielen, bitte im ersten Moment nicht unbedingt so großartig erschrecken. Es ist Paris. Paris Saint-Germain, also unser erster Gegner in der Champions League Gruppenphase. Ich habe nur das gesehen und dachte mir, WTF, was sind denn bitte die anderen zwei Gegner, wenn es gegen Paris losgeht? Bitte irgendwas halbwegs Normales. Und es ist einigermaßen normal. Zenit St. Petersburg ist noch mit am Start. Und Feyenoord Rotterdam, sprich, ich denke, wir sind mittlerweile durch den geilen Kader, den wir haben, die Mannschaft, die am Ende auf Platz 2 landen sollte. Paris nichtsdestotrotz natürlich der klare Favorit in dieser Gruppe. Und dann wahrscheinlich wir mit Zenit eher die zwei Mannschaften, die um Platz 2 kämpfen. Feyenoord, die versuchen wollen, irgendwie auf 3 zu kommen vielleicht. Aber das zumindest, glaube ich, mal so grob die Ausrichtung in dieser Gruppe. Sprich, Paris, Zenit und Feyenoord. Frankreich, Russland, Holland, Deutschland in einer Gruppe. Das kann was werden, Freunde. Ich bin gespannt. Sprich, da wollen wir natürlich weiterkommen. In Köln steht auch an, das haben wir schon mal angesprochen. Am 30. Oktober im DFB-Pokal das erste Spiel. Das wird eh eine geile Woche. Feyenoord, Bayern, Köln. Sprich, Champions League, Bundesliga, DFB-Pokal. Können wir uns drauf freuen, aber das nur am Rande. Ein bisschen haben wir da noch Zeit. Genauer gesagt noch, ja, zwei Parts. Dann ist es soweit. Dann spielen wir gegen PSG. Die kleine Info auch vorneweg. Erstens, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne einen Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir wieder die 1500 Likes. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich bin aktuell, wie gesagt, so ein klein bisschen am Vorproduzieren. Heißt, das Spiel gegen Köln und das Spiel gegen die Mainzer, das werde ich jetzt heute aufnehmen. Bei mir ist allerdings heute Mittwoch. Bei euch ist, glaube ich, heute schon, ich weiß gar nicht was. Ich glaube, Donnerstag noch. Ich glaube, heute kommen nämlich zwei Parts. Sprich, und dann nehme ich den Part für Freitag auf und auch das Spiel gegen Paris, gegen Hertha und gegen Schalke wahrscheinlich sind auch noch vorproduziert. Merkt daran. Werde ich immer wieder ansprechen. Also, wir nehmen ja keinen Stress. Das nur am Rande. In dem Sinn, ich glaube, wir werden heute das erste Mal ein bisschen rotieren. Wir werden heute mannschaftstechnisch das erste Mal ein bisschen durchtauschen. Drimmitsch, der erstmal ein kleines Päuschen bekommt. Auf rechts Gnabry, den ich mal rausnehme. Und noch ein Hani Mukhtar möchte ich mal von Beginn an sehen. Hoffmann, Scheer, Rüdiger. Scheer, der jetzt schon gelb vorbelastet ist. Das ist auch krass. Das ist auch sehr krass. Ich hätte eigentlich mal Bock, den Klotz wieder spielen zu lassen. Der war gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich packe den mal für Hoffmann rein. Ihr seht, wir sind natürlich noch aktuell. Wir stehen super da, was Fitness und so weiter und so fort angeht. Nichtsdestotrotz möchte ich einfach ab und zu schon ein bisschen durchrotieren und da möglichst früh anfangen, ne? Lieber zu früh als zu spät. Nicht, dass wir irgendwann dann nicht mehr die Möglichkeit haben zu rotieren, beziehungsweise wenn wir feststellen, jetzt ist es zu spät. Da sind die Leute nicht mehr fit. Das wäre nicht so toll. Dementsprechend fangen wir da früh an. Okay, sonst passt alles. Sonst passt alles. In dem Sinn, gehen wir rein gegen Köln. Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir sind aktuell die Mannschaft, nicht die beste in Deutschland. Das ist sogar Leverkusen, weil die wieder gewonnen haben. Also die mit der besten Ausbeute. Aber wir sind aktuell die Mannschaft, die noch kein Gegentor kassiert hat. Zwei Spiele, zwei Siege, der perfekte Start aktuell noch. Und den wollen wir heute fortsetzen, wie gesagt, gegen Köln. Heiteres Wetter, super geiles Wetter hier. Das zu haben, ihr habt es noch vielleicht ganz kurz gesehen, Werner auch in der Top-Verfassung, kratzt an der 80. Werner kratzt an der 80. Freue ich mich auch riesig drauf, wenn er die vielleicht dann demnächst auch mal knacken wird, Freunde. In dem Sinne gehen wir rein. Tausch mit am Start. Von Beginn an heute an einem bei mir sehr, sehr warmen Tag. Ich habe extra ein bisschen gewartet. Heute früh aufgenommen, dann Päuschen gemacht und jetzt wieder eher gegen abends. Wobei, so spät haben wir noch nicht. Jetzt ist gerade mal 5. Aber ich glaube, 30 Grad haben wir locker hier. Wobei, bei mir im Zimmer geht's, Gott sei Dank, nicht die Sonnenseite erwischt. Aber das sind alles Probleme eines YouTubers, Freunde. Wir gehen's an. Darmstadt gegen Köln, der dritte Spieltag zum wiederholten Male. Heute vor heimischem Publikum konnten wir ja schon mal den 1-0-Sieg gegen Gladbach einfahren. Sprich, auch das sah schon mal spielerisch ganz gut aus, haben das gut gemacht. Gegen Dortmund zuletzt auch überzeugt. Wie gesagt, ein bisschen
glücklich, aber nicht unverdient. Ich hoffe, man kann so in Worte fassen, wie wir da das Ergebnis rausgespielt haben. Denn 2:0 innerhalb von 10 Minuten zwei Buden gemacht und dann war das Ding entschieden. Dementsprechend bin ich gespannt. Hiroshi Kiyotake, 2 Tore im letzten Spiel für die Kölner. Der Ex-Klubberer richtig stark. Und auch heute trifft einer auf seinen Ex-Verein. Mal schauen, ob wir den gleich noch zu sehen bekommen. Nämlich Klünter, Lukas Klünter, Rechtsverteidiger, ja zu uns gestoßener in dieser Saison. Da haben wir ihn mit der Nummer 24. Also jetzt auf der anderen Seite, nicht mehr bei den Kölnern. Das ist die Aufstellung von uns, die uns nicht wirklich weiter interessiert. Müller bin ich gespannt, hat ja eine gute letzte Saison gespielt. Hat so ein bisschen jetzt Gnabry vor die Brust gesetzt bekommen. Mal schauen, wie er sich heute präsentieren kann. Und was natürlich mega interessant wird, wie sind die Kölner aufgestellt? Gibt es da nochmal Neuzugänge? Tosun, Kiyotake, Modest, Risse, Vogt, Jojic. Zwei Stürmersystem da auf jeden Fall. Nicht schlecht. Engel, Hector, Nascimento, Heinz und Baumann. Also Engel, glaube ich, ist der gute Mann jetzt für Klünter bei den Kölnern auf der RV-Position, Freunde. Gehen wir es an. Let's go. Dritter Spieltag. 3 Punkte sind Pflicht gegen Köln. Gar keine Frage. Weißt du nicht, was deren Ziel ist, aber unseres wird sicherlich ein Tickchen, offensiver ein Tickchen, mehr Richtung Meisterschaft sein. Ich glaube nicht, dass das Ziel der Kölner ist, Meister zu werden. Aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, Müller. Das war ein schlechter Ball. Hätte ich nochmal abbrechen müssen. Hab das schon viel zu früh geklickt. Hector erstmal nach ungespielt. Köln versucht gleich in den ersten Minuten ein Zeichen zu setzen. Das machen wir stark. Und dann gibt es sogar den Abstoß. Richtig gut geklärt da hinten. Und versuchen wir gleich mal kurz rauszuspielen. Köln steht relativ weit vorne. Wie gesagt, auch mit einem Zwei-Stürmer-System. Da kannst du schon den einen oder anderen Druck ausüben. Gar keine Frage, was Pressing angeht. Sollten wir gewarnt sein. Werner. Schöner Ball, gut gelegt, Hani. Oh, Mukhtar, der war genau im falschen Moment gespielt. Wäre aber auch so relativ schwierig geworden, dass der ankommt. Baumann, der hat auch mal wieder Eier. Der Kerl spielt das da ganz entspannt und ganz ruhig runter. Klappt Gott sei Dank nicht so wirklich. Kiyotake. Da ist die Möglichkeit für die Kölner über Tosun über die Seite zu kommen. Nochmal zurückgelegt. Schöne, schnelle Spielzüge. Kiyotake auch nochmal gut. Jojic, oh mein Gott, jetzt ist die Lücke da. Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Köln macht das echt stark. Also es sind immer die vermeintlich Schwachen. Schlecht geklärt von Rüdiger. Kriegt ihn nicht so ganz weit weg. Jojic, es sind immer die vermeintlich Schwachen. Nicht die Vereine wie Gladbach, Bayern, Schalke, Dortmund und so weiter und so fort. Och, der war schlecht. Ich muss aufpassen. Zwei Schirmersystem. Ich muss aufpassen. Das sind immer, das sind die vermeintlich guten Vereine, sind meistens die, gegen die du eigentlich ganz gut aussiehst. Und die Vereine, wo immer so ein bisschen tückisch sind. Köln, Augsburg, Ingolstadt, sowas in die Richtung. Da kriegen wir immer wieder unsere Probleme. Da müssen wir aufpassen. Hani Mukhtar, schade, ein bisschen weit vorgelegt. Und das war ja auch so ein bisschen das, was man, wenn man uns was vorwerfen konnte in der letzten Saison. Ich meine, wie gesagt, wir waren da halt auch einfach noch unerfahren. Das erste Mal, dass wir da oben so weit mitspielen, um die Meisterschaft zumindest bis zum ca. 30. Spieltag. Aber das war das, was uns am Ende ganz, ganz viel Punkte gekostet hat. Solche Matches gegen vermeintlich kleine, wo wir gestolpert sind, was halt einfach die Bayern nicht machen. Die Bayern, die stolpern schon auch mal, aber das ist halt ganz, 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 ganz seltener. Und bei uns war es leider Gottes viel zu oft heiß. Daran sollten wir uns immer erinnern. Und gegen so Mannschaften wie Köln ganz, ganz safe 3 Punkte mitnehmen, wenn es am Ende der Meistertitel werden sollte. Aber gut, genug gequatscht. 20 Minuten sind vorbei. Ihr habt es gesehen, wir hatten schon die ein oder andere Annäherung, kommen noch nicht so ganz direkt vors Tor. Köln macht das alles andere als schlecht, hat aber auch immer mal wieder so ein paar kleine Fehler mit dabei. Mukhtar, das war jetzt irgendein kleiner FIFA-Bug, geht dann nicht zum Ball. Der Neuzugang der 10er. Gut gegen Heinz. Oh! Also ob das ein Foul war. Wir spielen dazu als allererstes den Ball. Stoßen dann sicherlich irgendwo zusammen. Aber weiß ich nicht, ob man das pfeifen muss. Köln dadurch mit der Chance. Anthony Modest macht das gut. Legt sich da den Ball nochmal auf außen. Richtung Marcel Risse. Flanke kommt rein. Tüte auch nicht raus. Klünter ist da. Gegen seinen Ex-Verein. Gut geklärt. Gibt, glaube ich, jetzt die erste Ecke des Spiels. Knappe halbe Stunde vorbei. Relativ ungefährlich, nichtsdestotrotz, was beide bislang dann noch zeigen. Oh, schaut euch mal an auf der Map, wie schön sich da oben der Timo Werner löst. Das ist überragend. Oh, Mukhtar, der wirkt noch so ein bisschen unglücklich. Natürlich will ich nicht da den Ball hinspielen, sondern zum freistehenden Mann. Und dann kriegen wir halt eine riesen Konterchance. Shea, stark gemacht, guter Ball wieder Mukhtar. Diesmal besser. Oh, dann versuchen wir den langen Ball auf Dausch, der leider nicht ankommt. Es fehlt so ein bisschen Struktur im Spiel noch bei uns. Aber das kriegen wir schon, den Klotz. Oh, schöner Zweikampf, gut durchgesetzt, Kimmich. Gut gemacht, Mukhtar, komm, wie ich vorbei. Also der gibt alles, der probiert alles, aber wird noch so ein klein wenig unglücklich. Aber klar, der kriegt auch seine Zeit, um sich hier einzufinden. Kimmich, überragend, Rausch, Tausch ist es, Elfmeter. Den muss er pfeifen, die Kölner ungestüm im 16er.
Und dann ist es Dausch, der das ganz stark macht. Der da den Elfmeter rausholt. Es gibt die gelbe Karte für Nascimento. Und Scheer mit der Chance zum zweiten Tor. Der Kapitän. Den ersten hat er links oben reingepfeffert. Den zweiten Fragezeichner. Den zweiten auch. 1-0. Ich wollte schon sagen 2-0. 1-0. Scheer mit dem zweiten Treffer in Folge. Mit seinem zweiten Tor in der Fußball-Bundesliga für Darmstadt. Und mit dem zweiten Elfmeter. Der absolute Wahnsinn. Macht das stark. Der gute Baumann bleibt im Kasten stehen. Entscheidet sich für keine Ecke. Und damit ertönt O'Lilien, O'Lilien. Scheer damit, glaube ich, wenn mich nicht alles... Also ist er auf jeden Fall der Top-Torschütze des SV Darmstadt 98. Ich werde bekloppt. Aber auch, wie gesagt, ganz, ganz stark gemacht von Kollege Dausch, wie er da in den Ball reingeht, wie er da die Schusstäuschung annimmt und dann letztendlich da die Chance sozusagen herausspielt. Schöner langer Ball nach außen. Jetzt haben wir, glaube ich, mal ein bisschen... jetzt sind wir mal so ein bisschen drin in dieser Partie. Nikolai Müller, der Ball, der kommt nicht ganz an. Engel dazwischen. Die Kölner wieder über Modest. 5 Minuten noch in diesem ersten Durchgang. Marcel Risse findet nur den Weg nach hinten, weil wir gut agieren, weil wir gut pressen, weil Köln nicht wirklich Räume findet, da hinten rauszukommen. Das ist das, was mir gefällt. Ihr seht es zwar am Ballbesitz, 62%, aber das nützt dir halt alles nichts, wenn der Gegner da vorne presst und du unter Druck gerätst und das nicht wirklich gut ausspielen kannst. Von dem her, wunderbar. Nehmen wir gleich noch die Ecke mit. Vielleicht gibt es die Chance aufs 2-0. Hanimuk da. Guter Ball. Oh, Müller, den, ja, mit der Hacke wollte ich den erstens nicht spielen und dann natürlich auch eher nach hinten. Baumann! Hoch und weit nach vorne. Wie lange gibt es Nachspielzeit? Das ist noch die Frage. Wir arbeiten weiter am perfekten Saisonstart. Langer Ball nach vorne. Der kam sogar richtig gut. Oh, Risse nimmt den schön an, aber nicht mit Scheer. Nicht mit 82er Scheer. Der Mann ist überragend. Ganz stark von Klotz. Nächster Freistoß. Gelbe Karte oben drauf. Schiri legt das so ein bisschen als taktisches aus. Hätte man meiner Meinung nach nicht geben müssen, aber okay. Das sollte es jetzt hier eigentlich gewesen sein. Schön nochmal von Mukhtar. Klotz versucht nochmal den Ball zu bringen. Ja, der kommt ganz gut. Dausch. Setzt er sich durch nicht ganz und dann ist Feierabend. Also, gehen wir rein in die Pause. 1-0 der Spielstand nach 45 Minuten. Ich würde sagen, ja, es ist, ihr seht, ist es verdient? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Köln mit 95% Ballbesitz, Passgenauigkeit, was einem nicht so vorgekommen ist. Haben wir doch häufig unter Druck gesetzt, wo ein paar Fehlpässe kamen, aber okay. Es kann passieren. Köln ist selbst, wir können sagen, Köln ist selbst schuld. Wenn man so dumm im 16er in den Zweikampf geht, ist man selbst schuld. Auf beiden Seiten noch nicht wirklich großartige Chancen, bis auf den Elfmeter, von dem her. Ja, geht das schon irgendwo in Ordnung, dass wir damit 1-0 führen. Aber wir müssen nachlegen. Wir brauchen das zweite, Tolian. Gut gemacht, Mukhtar, schöner Ball wieder auf Tolian. Oh, der kann sich dann leider nicht durchsetzen. Engel, das ist das, was wir wollen. Gleich wieder das Pressing, gleich der lange Ball nach vorne der Kölner, die sich dann nicht befreien können, die das nicht rausspielen können. Und wir können wieder unser Spiel aufbauen. Klotz, guter Ball, da ist Hani. Mukhtar, der probiert's und dann ist Baumann da. Riesending vom Ex-Londoner. Richtig gute Möglichkeit, Baumann muss sich strecken. Macht's dann allerdings auch nicht schlecht. Es gibt die Ecke, mal wieder die Darmstädter Variante, Fragezeichen. Fragezeichen, die war nicht so schlecht. Kopfballduell dann leider nicht gewonnen. Drimmitsch? Jojic natürlich. Drimmitsch ist bei uns. Modest, boah, was ein Zweikampf. Macht er richtig gut, auch nicht Wechsel. Außersehen leider Gottes den Spieler, das könnte gefährlich werden. Tus und Scheer, der hinterher rennt. Der zweite Mann kommt dazu. Und im Verbund erobern wir den Ball überragend. Ganz wichtig. Von Klotz, wie er das da macht. Und Kimmich und Co. können wieder anschieben. Mukhtar, der hat auch die Übersicht. Also das ist überragend. Werner mit Platz. Timo Werner. Dausch läuft. Dausch kriegt den. Dausch macht den nicht rein. 100%ige Chance. Ein Maximilian Dausch. So kennen wir den gar nicht. Normal macht er die Dinger aus dem Schlaf mit links, Freunde. Unverbundenen Augen. Aber den kriegt er irgendwie nicht rein. Riesenmöglichkeit. Ich habe eigentlich ins Eck gezielt. Aber irgendwie soll es nicht sein. Egal, weitermachen. Werner. Werner, der gefällt mir heute richtig gut. Und das ist halt ein genialer Fußball. Mukhtar probiert's. Baumann holt den raus. Was ist denn das für eine zweite Halbzeit? Das ist bombastischer Fußball, den wir meiner Meinung nach da gerade zeigen. Kimmich. Rübergelegt. Oben ist Nikolai Müller. Abgefälschtes Ding. Tolian kommt nicht hin. Die Kölner können sich befreien. Wir müssen da nur aufpassen, dass die nicht zu sehr kontern. Oh, das ist wieder stark von Tolian. Das ist wieder stark. Und wieder versuchen wir schnell das Ganze rauszuspielen. Überragender Ball. Bisschen zu lang von Kimmich. Gibt den Abschluss. Boah, erstmal tief durchschnaufen. Also Wahnsinnsspiel in der zweiten Halbzeit von uns. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nichtsdestotrotz werden wir ein bisschen wechseln. Werner macht eine starke Partie. Müller nehme ich mal raus. Bringe auf rechts wieder Serge Gnabry. Auf 10 nochmal Schöpf. Und den einen Wechsel, den heben wir uns mal noch auf.
mal gucken. Scheinbar bin ich aktuell wieder so ein bisschen mehr da drin, in der 80 nochmal zu wechseln. Ne? Sonst machen wir immer einen Dreifachwechsel. Aber mal schauen, vielleicht bleiben wir da dabei. Aktuell funktioniert es ganz gut, glaube ich, haben wir die letzten beiden Spiele auch gemacht. Sehen wir schon. Langer Ball nochmal von den Kölnern. Heinz nach vorne. Gleich ist es hier, gleich heißt es hier noch eine halbe Stunde. Nee, haben wir schon. Weniger als eine halbe Stunde nur noch zu spielen. Nascimento mit dem Schuss, aber der geht dann doch ein bisschen vorbei. Nicht mal mehr eine halbe Stunde hier zu spielen in Darmstadt. Und wir arbeiten weiter am perfekten, aber am sowas von perfekten Saisonstart. Kimmich. Ach, den wollte ich nicht spielen. Leider hat sich da irgendeiner fallen lassen, weiß gar nicht, wer es war. Möglichkeit für Köln aufzubauen. Köln baut so halb auf. Jojic, ja, den schieben wir schön auf die Seite. Genau da muss der Ball hin und dann müssen wir halt hier pressen. Da fehlt dann leider ein Mann, aber das kommt alles noch. Jojic, oh, jetzt haben sie Platz. Jetzt haben sie Platz. Nagasawa kommt über die Seite. Dran denken, es ist nur ein Torunterschied. Nagasawa. Überragend von Kimmich, dann zwar ein bisschen risky, aber alles in allem gut. Tütern. Köln noch nicht so weit hinten. Wir mit der Chance eventuell schnell umzuschalten. Oh, ein bisschen zu sehr in die Beine gespielt von Dausch. Alles soweit aber noch gut. Weil wir da oben den Zweikampf gewinnen und dann doch verlieren. Und dann gibt es den Freistoß. Schiri gibt da nicht den Vorteil. Können wir von Glück sprechen. So, ich gehe nochmal kurz rein. Der Mann läuft schon ein. Dann werden wir nämlich nochmal schnell wechseln. Ich weiß noch nicht genau wo und was und wann und wie. Das ist noch gerade die Frage. Ich glaube, ich nehme mal einen Scher raus. Der wird noch genügend Spiele kriegen. Bringen wir mal den Hoffmann rein. Werden wir da mal tauschen. Stand jetzt ja unser Matchwinner, Tüton. Boah, war das eng. Hau weg den Scheiß. Hau weg den Scheiß. Langer Ball auf Dausch. Oh, schade, kommen wir nicht ganz in die Wechsel. Natürlich, wie jetzt hier einen Hoffmann zu bringen für einen Scher, würde wahrscheinlich in echt keine alte Sau machen, den Kapitän rauszunehmen. Was ist denn das? Was ist denn da? Stausch, der verliert hier mega an Pace. Aber der macht das nicht. Oh, was ist denn? Stausch überhaupt nicht mehr, kam der vom Fleck. Ab der Mittellinie da mit der Möglichkeit. Schade. Nee, was ich sagen wollte. Den Wechsel, den wird... Handspiel. WTF. Den wird natürlich im Grunde genommen normalerweise keiner durchführen. Aber das ist halt auch so ein bisschen dieser FIFA-Unrealismus. Dementsprechend bringe ich den mal rein, einfach ein bisschen zu schonen. Und auch dem einen oder anderen natürlich Möglichkeiten geben, Spielpraxis zu sammeln. Auch dem Hoffmann mal auf einer Position, die er nicht so oft inne hat. Schöpf jetzt mit der Möglichkeit. Schöpf, er macht ihn rein. 2:0, 82. Minute. Unser Stammzehner macht das Ding. Der Ex-Klubberer Alessandro Schöpf mit dem Tor. Und damit ist es die Entscheidung. Drittes Spiel, dritter Sieg in der Fußball-Bundesliga. Köln vollkommen offen. Riskieren da alles, ohne irgendwelche Chancen rauszuspielen. Und Schöpf. Verlaine Baumann, überragend, 2:0. Das Ding ist durch. Scher und Schöpf mit den Toren. Die beiden machen die Dinger. Und genauso soll es sein, Freunde. Der perfekte Start ist geglückt. Beziehungsweise der sehr, sehr gute Start ist geglückt. Der perfekte wäre es natürlich, wenn wir hier sogar noch ohne Gegentor bleiben. Und damit, ja, das dritte Spiel in Folge zu Null spielen. Das wäre ein bombastischer Start. Also den kannst du gar nicht in Worte fassen. Das setze ich, glaube ich, vor allem mit Partien gegen Gladbach und gegen Dortmund hätte sich das wahrscheinlich so keiner wirklich vorgestellt. Dominik Heinz, was macht er? Heinz, er macht den Fehler. Schöpf mit der Chance. Schöpf, was macht Schöpf? Schöpf legt nochmal ab. Nochmal der Schuss und dann geht er nicht rein. Oh, bisschen zu viel des Guten. Bisschen zu viel des Guten da. Aber die Kölner können sich da immer noch nicht so wirklich befreien. Dominik Heinz auf Baumann. Baumann hoch und weit nach vorne. Letzte Minute. Die müssen eigentlich nutzen, die Chance. Heute können wir es uns erlauben. In Zukunft vielleicht nicht mehr. Alessandro Schöpf, kein Abseits, nach unten gelegt. Werner in die Mitte gespielt. Das ist überragend. Das ist genial. Da fehlen einem die Worte. Maximilian Dausch 3:0. Das ist ein wahnsinnig guter Fußball, den wir spielen. 1:0, 2:0, 3:0. Das bisher die ersten drei Spieltage und zwar genau in dieser Reihenfolge. Also wir werden besser und eingespielter und homogener, was die Truppe angeht. Der absolute Wahnsinn, Freunde. Bin ich happy. Ich meine, ich war ja schon mega happy, was die Transfers angeht, die wir getätigt haben. Aber dass die dann auch noch alle so einschlagen und dass wir schon zu dem jetzigen Zeitpunkt so gut drauf sind, das ist richtig stark, Freunde. Von dem her, 3:0, das dürfte im Normalfall Platz 1 sein. 9 Schüsse, 8 aus Tor. Vor allem in der zweiten Halbzeit bombastischen Fußball gezeigt. Wenn das nicht Platz 1 ist, dann weiß ich auch nicht. Müssten jetzt 6:0 Tore haben und wir sind auf 1.
6-0, Leverkusen 6-1. Wird relativ knapp. Die einzigen beiden Mannschaften in Deutschland, die bislang... die Bayern schwächeln. 3 Punkte nur. Die bislang die volle Punkteausbeute mitnehmen konnten. Ne? Sehr, 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 sehr stark. Oben ein paar Überraschungsmannschaften wie Hoffenheim, wie Frankfurt. Köln auch. Heute, wenn sie denn gewonnen hätten, wären sie noch ganz oben mit dabei gewesen. Die Bayern und Dortmund beide nur mit 3 Punkten aus 2 Spielen. Unerwartet schlecht reingestartet in die Saison. Von dem her, ja, sind wir da schon mal sehr froh, dass wir die ersten Punkte einfahren. Wie gesagt, dieses Jahr das Ziel, natürlich die Meisterschaft, nachdem wir letztes Jahr Zweite wurden. Fuck, ich wollte nochmal das Training ändern. Wieder verpeilt. Oh. Touré wollte ich da mal rausnehmen und da nochmal jemand anders reinpacken. Neuer Held, Glünter. Der Glünter, Freunde. In dem Sinn, würde ich sagen, wenn jetzt nicht mehr großartig was passiert, Nationaltraineraufwärter Australien, das lehnen wir natürlich ab. Wenn da nicht mehr großartig was passiert, dann war es das schon mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, an der Stelle gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir können sogar noch das Training machen. Vielleicht schaffen wir da wieder die 1500 Likes. Aber jetzt erstmal hier reingehen. Spielentwicklung. Bap, da, da, bap, bap. Touré, weg damit. Mal schauen, wie wir da reinpacken können. Rüdiger wäre eine Idee. Allerdings ist der halt schon relativ fortgeschritten. Hani Mukhtar wäre auch eine Idee. Ist auch aber genau dasselbe. Gnabry, schaut euch das an, wie viel vielversprechende Spieler wir mittlerweile haben. Das ist krass. Nimm jetzt mal den Wittek rein. Und der soll vor allem in der Offensive so ein bisschen mehr Zeugs hinkriegen. Beweglichkeit, Ballkontrolle, Dribbling, Ausdauer. War da noch ein bisschen was Richtung Abschluss vielleicht auch mal? Abschluss, Stellungsspiel, Schusskraft. Machen wir mal das. Machen wir mal das! Ich hätte aber auch gerne noch ein bisschen die Ausdauer bei Wittek mittrainiert, dass die auch noch mal ein bisschen besser wird. Aber das sehen wir dann. Das sehen wir dann. In dem Sinne, nächster Spieltag steht an. Ich weiß leider gerade gar nicht mehr auswendig, gegen wen das war. Ich weiß nur, dass danach Paris wartet. Gegen Mainz. Gegen Mainz, also nichts gegen Mainz, aber natürlich auch da für uns eigentlich ein Sieg Pflicht. Auch da müssen wir Punkte einfahren, auswärts, wenn denn das alles so am Ende Richtung Meisterschaft hinauslaufen soll. Wir loben mal komplett unsere Jungs, das löschen wir. Maxi möchte gerne spielen, das wird, glaube ich, eher nix. Und ja, was die Ausstellung angeht, werden wir dann im nächsten Part anschauen. Werden sicherlich ein bisschen wieder mit einer B11 spielen, gegen Paris dann mit der absoluten Top-11. Und, also B11, ne, in Anführungszeichen B11. Ich meine, ob jetzt dann Gnabry oder ein Müller spielt, das ist beides top. Aber ihr wisst, was ich meine. In dem Sinne, Däumchen nach oben, Abo da lassen, Links in der Videobeschreibung checken. Ich bin erstmal raus, habt einen wunderschönen Tag, Jungs, macht's gut. Wir sehen uns bis dahin, euer Badeschlappen. Servus!